So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Jetzt wird es natürlich stundenklasse, jetzt legen wir uns gerade mal erstmal kurz hin. Und dann werden wir unser Nahrungsproblem lösen, denn ich habe nichts mehr da zu essen. Ich habe zwar eine angebaut hier, wo ist die? Hier, aber die ist nicht so effizient, also gibt es jetzt Kühe. Kühe sind einfach zu holen, Kühe gibt es ja hier. Also wir werden jetzt erstmal so ein kleines Gehege hier bauen. Wo man die Kühe dann einsperrt, die machen dann ein bisschen Liebe, Liebe, Liebe. So. Und zwar haben wir doch irgendwo von der Mine beim letzten Mal so Steine mitgebracht. Und die tun wir jetzt mal hier. So, so, so. So, so, so. So, da kommt da der Eingang hin. Dass die da ein bisschen lieber können. Falsch hier. Door. Tor, ein Tor. Ein Tor. So, und mit was pflückt man denn die Kühe? Natürlich mit Weizen. Ich habe da schon ein bisschen Weizen hier, unser Feld ein bisschen vergrößert, weil wir das Weizen brauchen. Da sind zufällig zwei Kühe. Die hätte ich gern. Kommt mal mit, komm. Bup, 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 bup. Guck mal hier, ich habe was für euch. Richtig schönes Weizen, frisch aus dem Meer. Und zwar müsst ihr, wenn der so rumläuft, habt ihr irgendwann kein Interesse mehr. Also immer schön rückwärts laufen. Und ab und zu mal immer nach hinten gucken, wo er hinläuft. Aber wir sind schon richtig. Kommt her, bup, 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 bup. Ja, hier rein. Guck mal da. Oh, hier rein. Komm, 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 komm. Ey, Kuh. Hier. Hier rein. Gut. Dann mache ich es nämlich so. Ich habe gerade gesehen, die Kuh kann hier entkommen. Das ist uncool. Jetzt machen wir das hier mal ein bisschen. So, also eine Kuh haben wir schon mal. Die zweite Kuh ist da vorne. Durch, dass wir jetzt ein bisschen Erde gesammelt haben, fülle ich das hier erstmal ein bisschen auf. So. Guck mal hier, ich habe was für dich. Ist doch lecker, oder? So, immer weiter. Komm, 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 bup, bup, bup. Also das ist eine ganz einfache Farm, die kann jeder bauen. Ihr braucht nur ein bisschen Eisen, ihr braucht einen Trichter, eine Truhe. Und das war's auch schon. Und halt zwei Kühe hier, muss ich gern haben. Genau, die sollen wir ein bisschen Liebe machen hier. Ich brauche noch ein bisschen Weizen. Kein Weizen mehr reif, das ist schlecht. Okay, jetzt müssen wir gerade mal warten, bis wir wieder Weizen kriegen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal einen Trichter. Einen Trichter baut man ganz einfach. Man braucht erstmal hier die Truhe. Bauen wir uns jetzt gerade mal kurz schnell. Ja, das Holz hat mir gereicht, das war mir klar. Jetzt einmal eine Truhe. Und dann Trichter. Oh, ein Trichter. So, dann brauchen wir wieder eine Truhe. Uns geht auch nämlich auch langsam die Kohle aus hier zum Weiterverarbeiten von dem Kupfer. So, eine Truhe. Ganz einfach, ihr baut das am besten. Wo wollen wir das jetzt hübsch auf? Jetzt irgendwo hinbauen. Da ist Nahrung. Die hole ich mal gerade mal kurz schnell die Nahrung hier. Zwei Fische ist besser als gar nichts. So, wo bauen wir jetzt das Ding hin? Das ist ziemlich laut und nervtötend. Das kommt auf jeden Fall nicht hier in das Gebäude rein. Essen ist gerade wichtiger als das hier zu machen. So, wo kommt das hin? Das tun wir mal da rein, da rein. Gute Frage, wo bauen wir das Ding hin? Wie wär's, wir bauen das da hin? Also, ihr braucht ganz einfach Nähe. Oh, die Truhe bauen wir mal da rein. Das ist quasi da eine Truhe. Da der Trichter drauf. Ah, der Trichter. Ich habe den Eimer genommen statt den Trichter. Dann nimmt er gerade den Trichter hier. Setzt ihn da hoch. Und dann könnt ihr das Ganze mit. Oh, mit was wollen wir das aus? Mit was? Ah, bauen wir das mit Holz kurz hier aus. Hier, 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 hier. Alles muss natürlich ein bisschen höher.
Dann benutze ich jetzt der verschiedene Holz. Ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr wollt. Aber ich nehme jetzt mal Holz, wo wir jetzt haben. Dann machen wir den Baum hier wieder auseinander. Wie schon gesagt, ihr könnt es bauen, so wie ihr wollt. Ihr könnt es auch in der Erde bauen. Das kann ich euch dann auch zeigen, wenn wir genug Eis noch da haben. Dann brauchen wir nämlich ganz viele Trichter. So. Das war jetzt ganz wichtig. Wir brauchen eine Mini-Kuh. So, die Truhe geht trotzdem noch auf. Sehr gut. So. Machen wir das mal gerade mal hier ein bisschen hoch. Hier. Oh, oh, ah ne, das darf nicht zugemacht werden. Ah, ist nicht reingefallen, sehr gut. So, 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 so. Aber noch eins höher. Ne, beziehungsweise wir lassen es erstmal so. So, dann kommt da ein bisschen Wasser rein. Ich habe schon Eimer gecraftet. Eimer craft ist leicht, ihr braucht ein bisschen Eisen. Ihr braucht quasi drei Eisen, dann haben wir einen Eimer, den habe ich schon gecraftet, den brauchen wir nämlich für später. Nehmen den Ei mit Wasser. So. Gehen auf die zum Ducken, auf die Shift-Taste und bringen da das Wasser rein. Das brauchen wir nämlich dann für die Tiere zum Einsperren. Beziehungsweise damit sie hoch runter springen, dass wir sie besser füttern können. Macht mal ein bisschen schneller hier Getreide. Das dauert und dauert und dauert. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Diamanten holen, wo wir beim letzten Mal gefunden haben, die paar. Machen wir das mal da rein. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir jetzt gleich zum Essen. So. Ich schaffe dass bis dahin das gewachsen ist. Oder ist es schon gewachsen? Oh, ist schon gewachsen, das ist gut. Oh, jetzt kann man wieder nachpflanzen hier. So, habe ich noch meine, ja, meine Hake habe ich auch dabei. Das ist ganz schnell gebaut, das Ding, das ist ja schon fast fertig hier. So, tue die Samenstränge gerade wieder rein. Zuckerrohr tun wir jetzt auch wieder anpflanzen hier. Hier. Und das sehen wir hier. Und hier. So. Jetzt kann ich noch ein bisschen Liebe machen hier, ihr zwei. Macht noch ein bisschen Liebe, ja. Ich brauche dich. Komm, 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 komm. Ihr könnt es auch natürlich mit großen Kühen machen, aber mit kleineren geht es natürlich. Mit kleineren geht es natürlich noch besser. Komm, komm, komm. Komm, Kuh. Los, hängst du am Gitter fest? Okay, jetzt sind alle draußen. Wollte ich zwar nicht, aber ist egal. Alle, die sind noch drin. Komm, 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 Kuh. Hier hin. Nicht zu Mami, Papi. Nicht zu Mami, Papi, zu mir. Genau. Komm her, komm. Bup, 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 bup. Komm, 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 komm. So, die kleine Kuh müssen wir nämlich jetzt reinbringen. Hier in das Gefäß. Mal schauen, ob das uns gleich gelingt. Komm, 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 komm. Jetzt müssen wir sie ein bisschen reinschubsen. So, jetzt brauchen wir natürlich ganz schnell was zum Zumachen. Jetzt habe ich das reingetan, der Zaun. Der Zaun ist dazu da, dass die nicht entkommen können, die Tiere hier. So. So, jetzt bräuchte ich... Ey, nicht abhauen, ihr zwei. Ihr müsst nochmal Kinder machen hier. Kommt mal her. Wir können das natürlich auch mit der großen Kuh mal probieren. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt mit der großen Kuh hier. Kommt nur her, kommt nur her. Mal schauen, ob es mit der großen Kuh auch genauso gut funktioniert. Guck mal hier. Hier. Leckeres Stroh zum Futtern, zum Futtern, zum Futtern. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Komm doch schon her. Komm, 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 komm. Ja. Ja, die ist drin. Oh, jetzt muss ich noch die andere Kuh irgendwie reinkriegen. So. Wenn ihr das natürlich tonneweise habt, hier die Kühe, kann ich die auch hinterherziehen.
Ah, leider nicht. Ja, du nickst. Kommt, 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 kommt. Als soll irgendwelches Klopfen hören, wir haben einen Nachbar und hat Handwerker gerade im Haus. Beziehungsweise die machen gerade einen Balkon. Ja, komm her, Kuh. Nett Kuh, komm, du sollst doch. Machen wir doch mal weg. Ja, die kannst du mal anders dahin. Komm mal, Kuh, guck mal hier. Hier. Oh, jetzt bin ich schon noch voll. Wie schon gesagt, das mit der großen Kuh ist nicht so einfach. Oh, jetzt bin ich selbst eingefallen. Ich bin so ein Schlauberger. Bin sowas von schlau, wisst ihr das? Voll reingefallen. Jetzt weiß ich, wie ich da rauskomme. Ich lasse jetzt auch noch meine Axt kaputt. Ey, es läuft heute wieder. Es läuft extrem gut wieder hier. Machen wir gleich wieder zu. Nur weil die dumme Kuh da nicht rein will. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Kommt da noch ein Zombie an? Du dusselige Kuh, komm jetzt endlich. Oh, jetzt habe ich keinen Weizen mehr. Ich bin natürlich auch so hochintelligent. Ah, geh, wer jetzt muss schlafen. Ja, es klappt irgendwie nicht so mit der Farm. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ich stelle mich im Moment gerade ein bisschen dumm an. Ja, ein Weizen. Ja, mit einem Weizen kommen wir halt nicht weit. Aber wir haben drei, das ist gut. Drei Weizen. Drei Weizen ist auch gut. Aber wir machen das jetzt anders, doch. Ich brauche jetzt erst ein bisschen Erde. Also ihr kennt ja das Prinzip, ihr braucht nur gerade so eine kleine Kuh. Das tut er dann da rein und braucht nochmal eine zweite kleine Kuh. Aber unsere Kuh will irgendwie nicht so recht. So, Kuh, wo bist du? Da ist die unsere Kuh. Komm her, Kuh. Komm her, guck mal, ich habe was für dich. Hallo, Kuh, hängst du jetzt fest? Ah, jetzt kommt sie. Komm. Jetzt wolltest du da reingehen? Nein, du gehst jetzt da schon rein. Ja, nein, da rein. Oh, hey, Kuh. Jetzt bin ich schon wieder reingefallen. Oh, ey, ist heute irgendwie nicht mein Tag. Ist heute irgendwie nicht mein Tag. Ist was, wir gucken jetzt erstmal, dass wir die eine Kuh da hochkriegen. Die machen wir mal kaputt. Sorry, Kuh. Aber du wolltest ja nicht. Wir müssen gerade eine neue Kuh suchen, aber jetzt gehen wir erstmal zu. Also, wie schon gesagt, das Prinzip habt ihr ja verstanden. Ihr braucht nur eine junge Kuh. Da finden wir ja noch eine Kuh, noch zwei Kühe, wo sie sich lieb haben. Und dann können wir das Ganze nochmal machen. Okay, das war nur drei. So, jetzt gehen wir aber erstmal erst ein bisschen hier entfernen gehen. Irgendwie läuft das nicht so ganz. Oh, wir nehmen noch ein bisschen Wasser mit. Beziehungsweise Lava. Okay, wenn wir schon mal in der nächsten Folge das Nether bauen. Lava habe ich gesehen, gab es da hinten irgendwo? Beziehungsweise brauchen Wasser. Genau, wir brauchen erstmal Wasser. Wasser gibt es am Meer. Tonnenweise. Also wie schon gesagt, das baue ich dann noch ein bisschen schöner ein hier. Das Ding. Also das ist gerade im Moment hier.
Noch keine Nahrungsdings. Wir können das auch mit Hühner und mit Hühner machen. Also ist der Fantasie ist, ihr könnt hier bauen, was ihr wollt. Jetzt bräuchten wir gerade noch eine Kuh. So, jetzt holen wir uns erstmal Diamant. Denn mit Diamant können wir die Steine hier abbauen. Und Dias haben wir ja in der letzten. Ah, da ist noch eine Kuh. Ich habe keinen Weizen mehr. Also das müssen wir merken, da ist noch eine Kuh. Und ja. Oh. Ich hätte vielleicht erst züchten sollen. Denn eine Kuh bringt uns nämlich nichts. Wenn das scheiß Weizen mal wachsen wird. Oh, ich könnte mich da aufregen, aber ist egal. Das geht noch. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. In unser Lieblingsgang gleich. Oh, Knochenmesser. Knochen ohne, das ist gut. Für Knochenmehl, da kann man nämlich gleich das Weizen ein bisschen aufpushen. So, jetzt. Ganz vorsichtig ist sein. So. Denn wir holen jetzt Dias, wo wir da gefunden haben. Das sind zwar jetzt viele. Ich hoffe, dass es für eine Spitzhacke reicht. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Gut, da sind ein paar Schienen drin. Da ist Kohle drin, die nehmen wir gleich mal mit. Oh, dann gehen wir wieder in unseren. Nee, da war ich noch nicht drin. Wir gehen erstmal hier in den Minenschacht rein. Gucke, wo es. Ah, ich. Ich will immer auf E drücken, damit ich die Steine aufheben kann. Das ist aber ein anderes Spiel. Die sind da hinten dran. Das heißt also, wir müssen da irgendwann rechts abbiegen. Da nicht. Ah, wisst ihr was? Ich habe hier noch meine fast kaputte Steinaxt. Steinspitzhacke. Grab uns gerade mal hier durch. Kriegen wir noch ein paar andere Steine zum Bauen. Das Spinnennetz muss auch wieder weg. Noch ein Spinnennetz, so. Die sind ein zweiter. Die Steine nehme ich auch mit. Damit habe ich noch was, damit will ich nicht was bauen hier. So. Da finden wir unterwegs noch ein paar Dias. Wer weiß. Ich habe mich nur nicht informiert, wo es an welcher Stelle genau Dias gibt. Vielleicht kriegt man auch nur Glück. Oder ich habe vielleicht Glück gehabt beim letzten Mal. Wer weiß. Aber da fragen habe ich ein paar dabei. Jetzt sind hoffentlich gleich da. Oh, jetzt sind wir hier in dem nächsten Tunnelsystem. Jetzt geht es hier lang. Und wieder eine Mauer. Ey, das gibt's nicht beim. Ich habe sie vorher nochmal gefunden. Ich war vorher nochmal kurz da, hab noch ein bisschen nach Eisen gesucht. Das, was ihr da siehst, so sieht, wenn er das wegkloppt hier, das Kiesler kommt alles runter, deshalb machen wir das jetzt nicht. Ja, jetzt haben wir das restliche, das habe ich gar nicht gesehen hier. Guck, so blind war ich. So blind. Jetzt müssen wir irgendwo da nach links. Mensch, wo waren die schönen Dias? Ich glaube, wir sind eins zu spät. Darunter. Okay, kann man sich nämlich leicht verlaufen. Da ist einer. Ein Dia.
Das sind zwei. Dürfte gerade für so eine Spitzhacke reichen. Warte, ich muss jetzt wieder enable. Dann lassen wir das D erstmal da so stehen. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich das wieder wegkriege. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder nach Haus. Bauen uns da eine Diamantspitzhacke. Und ich suche dann auch nach ein paar Diamanten noch. Dass wir eine komplette Rüstung machen können. So. Theoretisch können wir uns auch hochgraben. Aber auf sowas habe ich. Hochbuddeln. Auf sowas habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das dauert sonst zu lang. So. Gehen wir hier gerade nochmal hoch. So. Ja, ich verlaufe mich hier immer wieder. Hunger habe ich auch. Jetzt müssen wir nach rechts hoch. Kommen noch ein paar Zombies, Jungs. Was geht denn ab bei euch? Also ich bin echt froh, wenn wir Dorf finden. Dass wir gut traden können und so weiter und so fort. So, sehr gut, die haben wir auch schon mal gesichert. Geht ganz schnell hoch. Ich habe keinen Bock, das ganze Zeug irgendwie zu verlieren. Nur weil uns irgendein Monster so viele tut. So und so und so und so. So, 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 so. Da ist noch Kohle drunter. Ich will erstmal mein Zeug in Sicherheit bringen. Da sind wir da, Oberwelt. Oh, unser Weizen ist auch gewachsen, dann können wir weitermachen hier. Jetzt holen wir erstmal hier das Zeug für. Wie ist der für was? Für unseren Netherportal, wo wir in der nächsten Folge dann bauen wollen. Das sagt uns keiner, wie das genau funktioniert hier im Spiel. Müssen wir also selbst herausfinden, aber das ist ja. Ja, ist eigentlich nicht so schwer. Das ist Obsidian. Wie man es hier sieht, das dauert Stunden, bis es weggeht. Tut sich da überhaupt irgendwas? Ah, doch, jetzt. Man sieht es zwar, aber es dauert ein bisschen länger. Einmal haben wir schon. Ist halt immer wichtig, dass man hier ein Eimer Wasser immer dabei hat. So. Und es wird auch langsam dunkel, schlägt mich schon kurz schnell hin. In unser noch nicht fertiges Haus. So, jetzt sind wir wieder gut gestärkt. Ich esse das letzte Fleischstück. So. Beziehungsweise, was? Wir machen jetzt erstmal unser Projekt fertig, was wir da angefangen haben. Die erste Kuh ist schon mal groß, wie man hier gut sehen kann. Die zweite Kuh, die hole ich gleich. Das war aber nichts. Ich habe gedacht, das war reif. Ey, will mich das Spiel jetzt verarschen oder was? Das ist reif. Ne, doch, das ist reif. Auch reif. Auch reif. So. Dann werden die 9 Grad wieder hier ansetzen. Oder dass es ein bisschen schneller geht, mache ich ein bisschen Knochenmehl draus. Oh, dass es ein bisschen schneller geht hier.
erstmal ein bisschen Weizen hier kriegen. Dass wir endlich mal die letzte Kuh hin schaffen können. Beziehungsweise bringen wir jetzt erstmal ins Gehege, die soll erstmal ein bisschen Liebe machen. Ich habe doch gesehen, dass da irgendwann eine zweite Kuh war. Da ist ein Schwein, da ist eine Kuh. Da ist die zweite Kuh. Guck, da oben ist die zweite Kuh. Die probieren wir jetzt mal beide in unser Lager zu locken. In den Dschungel gehen wir demnächst auch wieder. Da gibt es nämlich Sachen, wo ich gern hätte. Bambus. Da kann ich mir nämlich Bambus Gerüst bauen. Schaff, du sollst eigentlich nicht mit. Das ist die Kuh hier, beide. Okay, nehmen wir jetzt die eine Kuh mit hier. Mit der Leine wird es natürlich viel leichter gehen, aber ich habe keine Leine. Das ist es Dumme. Jetzt bin ich zu schnell. Oh, Kuh kommt doch ganz einfach mit. Wir müssen gerade mal da hoch. Nochmal da hoch. Bloß in das Loch reinfallen, Kuh. Bloß nicht in das Loch reinfallen. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. So, das gleiche machen wir jetzt auch mit der zweiten Kuh. Ich weiß, dass es langwierig ist, aber ja, wie schon gesagt, das gehört zum Überlebensmodus hier dazu. So, du kriegst gleich eine zweite Kuh. Da macht er viel lieber, dass ich noch ein kleines, kleine Kuh krieg und dann kannst du mit Züchten losgehen hier. Denn die Kuh, wo wir eingesperrt haben, wenn wir da mehrere Kühe drin haben und die größer sind, stirbt immer eine Kuh. Das Kind ist außen vor, aber die größte Kuh, also so eine erwachsene Kuh, ist immer die erste, wo in der Farm stirbt. So, willst du jetzt mitkommen? Komm mit, guck mal da, ich habe was für dich, was ganz Leckeres. Komm mit, da oben ist die nächste Kuh. Kuh, du sollst hier rein. Kannst du zumachen? Aha. So, wo ist die zweite Kuh? Die zweite Kuh, wo ist die? Die ist hier. Komm her, du Kuh. Komm her. Darf ich bloß nicht nirgendwo reinfahren? So, machen wir mal hier auf. Gleich wieder zu. Macht mal ein bisschen Liebe hier. Oh, ich muss mal das Ding hier wegtun. Das ist nervig hier. Komm, kleine Kuh, du gehst mit. Mama und Papa bleiben da. Komm mit. Ja, ich weiß, du willst zu Mama und Papi. Aber Mami und Papi gibt's bald nicht mehr. Komm her. Hier hin. Hier drauf. Komm her. Ja. Ist es drin? Nee, nicht drin. Ja. Oh, du Mistvieh, du sollst da rein. Komm. Ja. Das Vieh, das bringt mich noch zur Verzweiflung. Das weiß genau, was ich vorhab hier. Machen wir jetzt erst ein bisschen größer hier. So, Kuh, wo bist du jetzt?
Komm her. So, jetzt kommst du erstmal hier raus. Hier hoch, hier rein. Komm her. Aber vorher bist du doch auch drauf gekommen. Aber es ist so. So, Kuh, jetzt komm her. Genau. Hey Kuh, guck mal hier. Guck mal hier. Schönes Weizen für dich. Komm. Komm her. Komm, komm, komm. Ja, jetzt. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Muss ich aufpassen, dass die das jetzt nicht entkommen. Setzen wir gerade mal sowas drauf und. Das Wasser ist eins dazu da. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Scheiße. Habe ich das Ding jetzt irgendwas hier platziert? Ah, ich hab's wieder. Okay. So, jetzt können die Kühe nämlich mal raus. Das kann ich direkt machen hier. So, jetzt. Jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft. Die sollen noch ein bisschen Liebe hier machen. Die zwei, also die haben erst Liebe gemacht. So, dann tue ich mal das kleine Vieh noch ein bisschen ernähren hier. Ich habe gesagt, es braucht jetzt noch ein bisschen, bis es groß wird. So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Chris auf D86. Tschüss.